Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind hier gerade in der Küche, Felix ist heute frei und wir frühstücken jetzt. Gerade ganz lange noch im Bett gekuschelt und so. Und jetzt sind die Brötchen im Ofen und wir frühstücken. Und danach geht Felix auf die Baustelle, da folgt dann der Bauvlog für euch. Das filme ich dann noch alles mit für euch. Und sonst liegt heute eigentlich nur so ein bisschen Haushalt noch an. Ich muss oben noch den Flur machen und unser Schlafzimmer, da wo ich das Bett komplett abbeziehen und einmal waschen und alles. Und genau, die Küche habe ich gestern Abend noch frisch gemacht, das heißt, ich muss das heute nicht mehr machen. Und das Bad und so ist ja auch alles top. Lias Zimmer habe ich gestern noch gemacht. Ich werde nachher nochmal Wäsche waschen und wie gesagt, das Bett abbeziehen. Das ist ganz wichtig. Und sonst, wie gesagt, habe ich heute, was Haushalt angeht, nicht so viel zu tun. Das habe ich, wie gesagt, gestern gemacht. Und dann schauen wir mal, was wir so erleben. Vielleicht gehen wir nachher nochmal spazieren, je nachdem, wie das Wetter ist. Jetzt fängt so langsam an, die Sonne zu scheinen und es wird blau. Aber Felix sagt gerade, es soll die ganze Zeit regnen, na super. Egal, vielleicht finden wir ja so ein paar Minuten, die trocken sind. Schauen wir mal. Los, Lia, komm! So, hier gibt es Essen. Ich mache jetzt Hähnchen geschnetzeltes mit Kartoffelpüree. Kartoffeln kochen schon. Und genau, das Hähnchenfleisch dreht jetzt hier gerade an mit Zwiebeln. Und da kommt jetzt gleich noch Sahne und ein bisschen Gewürze dazu. Dann nehme ich immer diese hier. So, meine Lieben, gegessen haben wir, war mega lecker. Und jetzt geht's hier ans Masken einpacken. Da liegt der riesengroße Haufen und hier habe ich meine ganzen Adressen stehen. Und die werden jetzt alle eingepackt für die neuen Besitzer, die freuen sich dann. Und genau, dann werde ich die gleich noch schnell zur Post bringen eben. Und dann sind die auch zeitnah bei den neuen Besitzern, freuen wir uns. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal so gut 50 Briefumschläge beschriften und ja, die Sachen natürlich einpacken.
Guten Morgen, meine Lieben! Es ist leider schon Donnerstag. Ich habe leider gestern nicht mehr so viel mitgefilmt. Wir haben gestern noch ja, schön gegessen und sonst haben wir ja irgendwie nur gekuschelt und den Tag so ein bisschen als Familie im Bett verbracht. So, ja, Felix war noch ein bisschen auf der Baustelle. Und sonst, wie gesagt, haben wir einfach so den Tag so verbracht. Und irgendwie hatte ich auch gestern dann keine Lust mehr, die Kamera in die Hand zu nehmen. Und dann sollte man das auch nicht tun. Jetzt habe ich mich gerade auf Instagram abgemeldet, weil ich irgendwie gerade total mit dem Kopf ganz woanders war. Jetzt bin ich aber wieder voll begeistert und möchte direkt losvloggen. Und deswegen dachte ich, komm, nehme ich euch hier in diesem Vlog jetzt noch ein bisschen mit. Heute durch den Tag, weil der Tag ist auch schon fast wieder vorbei. Wir haben nämlich schon 14 Uhr, glaube ich. Ich habe vormittags jetzt Wäsche gewaschen, die Küche gemacht und ja, die Kleine hat schon Mittagsschlaf gemacht und all sowas halt. Und genau, jetzt möchte ich Mittagessen machen, genau. Ich weiß noch gar nicht, was genau, beziehungsweise ich möchte kein Mittagessen machen, sondern ich möchte das Fleisch rauslegen aus dem Gefrierfach, wenn ich überhaupt heute irgendwas mit Fleisch mache. Ich glaube aber, ich mache Risotto. Ich habe irgendwie voll Lust auf Risotto und Lia isst auch total gerne Risotto. Und ja, oder Milchreis. Ich glaube, ich mache Milchreis. Oh, ich habe voll Lust auf Milchreis. Ja, dann mache ich heute Abend Milchreis, wenn Felix von der Arbeit kommt. Genau, und wir machen uns jetzt gleich einen kleinen Snack. Das ist meistens bei uns immer so. Also viele fragen mal, wie macht ihr das? Felix ist nämlich auf Arbeit und ich ganz ehrlich sage dann immer, ich möchte ungern, dass Felix dann zweimal warm ist an einem Tag. Ich finde das einfach ein bisschen übertrieben. Es ist meine Meinung jetzt dazu. du bist ein Schauspieler, ey. Genau, und meistens ist es aber so, dass ich durch Lias Mittagsschlaf gar nicht dazu komme, irgendwie mittags zu machen. Also meistens ist es so, dass ich in Lias Mittagsschlaf dann Mittag mache für uns und Felix dann abends aber auch noch was davon abbekommt. Winke, winke. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich eben dann nur für uns zwei koche, weil ganz ehrlich, Felix bekommt halt immer was auf Arbeit zu essen. Warmes Essen. So. Und manchmal ist es aber so, dass ich, wie gesagt, abends koche, wenn ich zum Beispiel nicht dazu komme, so wie jetzt. Also Lia, ich weiß ganz genau, Lia lässt mich gleich nicht, weil Lia immer auf dem Arm will. Und das ist dann meistens so, dass ich dann abends koche und wir uns dann mittags jetzt so einen kleinen Snack machen, wie zum Beispiel einen Salat oder ein Brot oder so. Oder Lia bekommt ein Gläschen oder so. Genau. Ich musste Lia gerade umziehen, weil Lia hat auf unserem Bett was ausgekippt. Und ja, da musste ich dann einmal leider komplett Lia umziehen und alles. Ja, komm, nimm dich doch hier. Geht schon wieder so an mein Bein hier. Ja, und sonst muss ich nachher noch kurz einmal weg. Weil jetzt hängt mir hier das Kind schon wieder am Bein. Also ganz schnell, ich muss nachher noch weg. Weil ich erstens zur Bank muss. Ich habe ganz, ganz viel Bargeld hier und ich mag das gar nicht. Genau, deswegen muss ich nachher unbedingt noch zur Bank kurz und ich muss meine Schwester zu einem Termin fahren. Nervt mich extrem, aber ich bin leider die Einzige mit Führerschein hier und deswegen, ja, hängt das mal wieder alles komplett an mir. Ja, und genau, da muss ich dann nachher noch hin in 2 Stunden und dann kommt Felix auch schon. Dann ist der Tag auch irgendwie schon vorbei. Ich hoffe, dass ich die Küche noch schnell gewischt bekomme heute. Und sonst ist auch eigentlich alles fertig, was den Haushalt angeht. Also hier Schlafzimmer ist fertig, Kinderzimmer müsste nur aufgeräumt werden, aber das ist nicht schlimm. Genau, ihre Spielecke müsste auch nur das Bällebad wieder eingeräumt werden, weil das räumt Lia ja total gern aus. Und sonst ist eigentlich alles fertig. Müll habe ich heute Morgen auch schon gemacht, da muss ich nachher noch Pappe wegbringen, genau, zum Container. Und sonst habe ich das auch schon alles fertig. Also, ja, ich bin heute sehr gut dabei, was Haushalt angeht. Aber halt so ein paar Sachen müssen halt noch gemacht werden. Genau. Zum Glück gestern noch vieles geschafft, was Haushalt angeht und so. Ja, da seht ihr. Da muss das Bällebad wieder eingeräumt werden. Ja, Lia holt das nämlich gerne mal alles raus. Und Lia schiebt das auch immer durch die Gegend, weil sie hier halt immer überall langlaufen möchte. Also, und sie steckt die Bälle da immer rein, Leute. Ist das nicht süß? Schaut mal. Das hat mein Vater ihr einmal gezeigt. Und seitdem macht sie das die ganze Zeit und holt die auch so wieder raus und so. So süß, schau mal.
Süße Maus, ey. Ja, hier immer noch nichts angerührt, die kleine Maus. Das macht sie echt toll. Sie wartet ja noch auf den Tag, wo sie das alles auseinanderpflückt. Aber bis jetzt nichts passiert. Immer nur an ihrer einen Spielzeugkiste. Die Kiste lässt sie erstaunlicherweise auch komplett in Ruhe und auch die Schubladen. Also sie geht wirklich immer nur an ihre eine Kiste da. Und hier, wie gesagt, muss ich halt noch so ein bisschen aufräumen. Da hat sie jetzt auch hier die Expedit-Kisten rausgenommen. Hier liegt noch ein bisschen Dreckwäsche von gerade eben, wo sie es ausgekippt hat. Genau. Aber da mache ich mir auch keinen Stress. Das spielt sie nachher sowieso noch mit. Das mache ich dann am besten heute Abend oder so, wenn sie schläft. So, wir backen jetzt ganz spontan einen Kuchen. Und zwar einen Haferflocken-Apfelkuchen. Den habe ich schon mal gemacht letzte Woche. Und der ist so unglaublich lecker. Den muss ich jetzt nochmal machen. Ganz, ganz dringend. Die Spülmaschine ist auch schon fertig. Die habe ich heute Morgen angemacht. Tada! Super, die können wir auch gleich ausräumen. Teig rührt. So, wir machen jetzt Milchreis hier mit unserer Küchenmaschine. Die mag ich total gerne. Die ist von Lidl. Und hier schlägt er jetzt gerade die Sahne für den Milchreis. Und Lia liest hier das Kochbuch dazu. Hast du die Seite gemerkt, Scheißerle? Hier. Das machen wir. Mmh, lecker Milchreis, ne? Genau, 4 Minuten steif schlagen. Genau. Oh! Mama muss doch lesen, hm? Mama muss doch lesen. So, der Kuchen ist übrigens im Ofen. Den Ofen muss ich unbedingt mal putzen. Aber ja, der Kuchen ist auf jeden Fall schon mal im Ofen. Und hier müssen wir jetzt erstmal noch warten, bis das hier fertig ist. So, meine Lieben, ja, jetzt leider der Akku leer gegangen und ich konnte gestern gar nicht mehr weiter filmen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich fange einfach heute direkt wieder neu an mit Vloggen und hoffe, euch hat dieser Vlog einfach gefallen. So 2 Tage so ein bisschen zusammengeschnitten. Ist echt nicht einfach mit Baby und Haushalt und alles komplett zu vloggen. Aber ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Vlog. Tschüssi!